Jo Leute, wir sind wieder da. Heute ein bisschen nebliger hier. Uiuiui, alles voller Wolken. Sollen wir ein bisschen höher fliegen? Wir fliegen mal getarnt in den Wolken. Da unten eine P400. Wo bist du, Matze? Bin Hallo? Gerade am Spawnen noch. Oh, der Matze braucht wieder aussehen. Länge. Der wartet wieder, bis wir die Gegner anschießen, damit der abstauben kann. Oder der versteckt sich, weil der Angst hat beim Kämpfen. Da kommen die Flieger. Du. Oh, Treiber, du. Diesmal müssen wir gewinnen, Matze. Okay. Da ist eine P36. Ich mache einen Sturzflug auf sie. Sie will schon gleich Missionsziele machen, lasse ich aber nicht zu. Tempo für Dingern, ich bin zu schnell. Das ist zum Glück in dem Modus hier nicht ganz so tragisch. Ich habe gerade meinen Motor eben kurz ausgemacht, weil ich echt zu schnell war. Ich habe eine Abschusshilfe bekommen und habe mich jetzt hinter ihn gehangen. Oh, der hat so einen Bomber. So einen BF. So einen nicht einen Bomber. Oh Gott, jetzt ist einer hinter mir. Aber jetzt bin ich hinter dem. War ein Fehler, dass du mich. Oh, der hat den Teammate rausgeholt. Oh, der Idiot ist abgestürzt. Mann, der ist abgestürzt. Spiel mal hier. Ey, wieso bin ich denn abgestürzt? Mein Flieger war beschädigt. Das ist ja unfair. Ich konnte nicht mehr hochziehen. Ich habe die ganze Zeit nach oben gezogen, ging nicht mehr. Die haben ja irgendwas. Ich glaube, das Höhenflieger oder so. Ja, mein Heck. Ne, stimmt, mein Heck war leicht beschädigt. Das ist auch eigentlich das Gemeinste, was du machen kannst, weil dann bist du halt einfach. Du stürzt ab, so oder so. Du kannst auch nicht mehr landen. Hatte gleich mit dem ersten Schuss. Da die HE, die will wieder Mission machen. Nee, die hat sich die Spitfire ausgesucht. Schöner Treffer. Nochmal ein Treffer. Oh, Überlass. Yo, mein Teammate schießt mich an, weißt du? Wer braucht schon Gegner? Ja, den haben wir mit Raketen zerstört. Genau, mit Raketen zerstört. Wer braucht schon Gegner, wenn dein Teammate dich einfach anschießt? Wir haben eine Rakete noch. Schaffe ich damit einen Kill? Ich finde die Raketen mega mächtig. Wo sind sie doch? Vor allem gegen diese großen Bomber und alles. Das geht, ich finde die schon genau. Masterboy ist am Qualm. Brauchst du noch Hilfe oder findest du den so? Der ist schneller als ich. Ich komme nicht hinterher. Oh, hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Oh. Okay, ich drehe um. Aber der ist. Das ist ein Spitfire. Ah, die ist sehr wendig. Au, da haben wir aber ein extremes Manöver gemacht. Und jetzt bin ich. Ja. Ich hab den ein paar Mal getroffen, aber noch mehr sieht's auch nicht aus. Ich muss eine ganze Umdrehung machen. Ich hänge mich hier an die A20G, die ziemlich verbrannt aussieht. Ist das ein Bomber? A20G ist so ein Attacker, was ich dir mal erklärt habe. Oh, da sind zwei hinter dir. Zwei Jacks. Okay. Und da war irgendwas hinter mir. Jo, ich versuch. Der hinter dir ist, hat dich überholt. Ja. Ich muss abdrehen. Ich hol mir die F6F. Irgendjemand ist hinter mir, falls du mir helfen kannst. Ich werde auch gerade hart geschossen. Oh. Komm schon. Lass mich in Ruhe jetzt. Jo. Den hole ich mir jetzt. Ah, den habe ich jetzt gegeben, aber der
Kein kritischer Treffer. Ja. Jetzt haben wir einen kritischen Treffer. Was haben wir? Die Klappe. Irgendeine Klappe. Der kann nicht mehr landen. Und jetzt werde ich beschossen. Und rechter Flügel wird beschädigt, aber ich glaube nichts Schlimmes. Mein rechter Flügel wird beschädigt. Oh nein. Oh Gott. Ich habe einen Bürger hinter mir und der wirkt mich echt ab. Extrem gefährlich, was der macht. Durch der Hilfe! Matze, wo bist du? Den Würger habe ich dir verjagt. Den Würger habe ich dir abgeholt. Aber da ist noch. Irgendjemand schießt noch. Jetzt kommt noch einer. Die BF noch. Ah, bei mir ist alles schwarz. Bei mir ist alles schwarz. Ich muss echt aufpassen. Ich lebe am Limit. Ich muss jetzt. Drei jetzt Leute. Jetzt brenne ich noch. Alter, ich kann nicht alle. Die haben alle auf Mucke abgesehen. Die haben halt Angst vor dir, oder? Von Mordegraben wurde ich abgeschossen. Gott. Eine P400. Ja, P4000. Eine Jack habe ich noch. Die Jack, die macht das jetzt. Die Jacks sind extrem. Ich glaube, die Jack haben eine leichte Bewaffnung, ne? Sind aber dafür sehr. Oder haben einen sehr schnellen Schuss. Also sie schießen sehr schnell, sehr viel. Aber ich glaube, sehr ungenau und. Wie war das? Jacks waren, glaube ich. Sie haben extrem schwache Waffen, aber dafür schießen die mit einer extrem hohen Frequenz. Eigentlich so war das. Also, ich erinnere mich leider nicht mehr an die niedrigen Jacks, aber ich weiß, dass die hohen Jacks eine mega dicke Kanone drin haben. Also die haben, glaube ich, die 30mm Kanonen drauf. Da hast du nicht viel Schuss, aber die Schuss, die du hast, die sind mächtig. Okay. Also ich mein, da machst du eigentlich auch Bomber, wenn du die richtig triffst, reißt du den mit einem Schuss einen Flügel ab. Okay. Ich glaube, die niedrigen Jacks, die hatten sowas noch nicht. Treffer. Hey, wie oft soll ich denn den noch treffen? Ich glaube, ich habe da gerade fast einen Teamkill gemacht. Ich hol den ein, das ist nicht gut. Ich muss ein bisschen Tempo rausnehmen. Mann, der verarscht mich. Jetzt habe ich den aber. Ich habe den durchschaut. Jetzt habe ich ein bisschen Tempo gegeben, dass er schneller ist. Ah, jetzt ist er wieder zu schnell. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Gas geben. Noch brauche ich gar nicht auf den zu schießen. Na? Vielleicht habe ich nachgeladen, jetzt habe ich nachgeladen. Meine dicken Geschütze. Eieiei. Irgendjemand ballert auf mich. Ja, wir sind zu dritt hinter ihm schon. Aber ich bin schon down. Wer hat mich ein Teammate abgeballert? Nee. Wie kann das sein, dass hinter mir drei Leute sind, aber der mich trotzdem abknallt? Das ist ja mal wieder uncool. Ist extrem schwer zu zielen. Ja, da kommt unser sexy Luck zum Einsatz hier. Man kann also, habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, da kann man sich eigentlich so Motive drauf sprayen oder Nachrichten. Ich habe mir hier so zwei sexy Mädels drauf gesprayt. Sogar drei, von unten ist auch nochmal eins. Sieht zwar ein bisschen ranzig aus, aber man darf ihn nicht unterschätzen. Also ich werde jetzt in den Bomber steigen und schauen, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, sieht ja bisher ganz gut aus. Mhm. Au, da haben wir den verwundet. Da haben wir den verwundet. In meinem Bomber kann ich den natürlich nicht wirklich viel Dogfight, glaube ich, heißt es ja. Helfen. Ja, bisher hast du mich auch nicht besonders illegal einspart. Ich hab voll Probleme zu aimen bei dem Spiel.
Boah, jetzt haben wir den. Da haben wir uns einmal hinter den gesetzt und dann ist Ende. Jetzt helfen wir unserem Teammate. Wir wollen ja nicht wie Matze sein, wir möchten unserem Teammate helfen. Zwei Treffer gelandet, aber... Nein! So ein undankbares Stück bist du. Ich bin zu tief geflogen, aber ich habe überlebt, Leute. Ich habe überlebt, schnell hier Fallschirm. Wir haben überlebt, wir sind nicht gestorben. So, ach, Kacke, wir haben noch einen. Jetzt siehst du, dass wir den Flughafen von den Gegnern angreifen können. An dem Symbol oben. Ja, ich sehe, dass ich nur einen Flieger habe. Das ist viel schlimmer hier. Oh je. Ich muss jetzt echt aufpassen. Das ist jetzt mein billigster Flieger natürlich. Ich mache mal so, dass ich die besten Flieger von Anfang an spiele. Dann einfach die billigsten zuletzt. Leider habe ich noch nicht so viele Flieger. Muss ich viel mehr spielen. Weil man bekommt hier, umso mehr man abschießt, bekommt man natürlich auch mehr EPs. Deswegen lohnt es sich natürlich auch, die starken zu spielen. Das ist eine P-38. Wir werden mal versuchen, zu runterzuholen. Oh, das ist wieder so eine Extreme mit zwei Propellern. Vielleicht kommen wir uns gleich noch näher hinter die... Oh, jetzt. Zack, Treffer, zack. Da sieht man, wie viel die Dinger aushalten. Kritischer Treffer, was haben wir beschädigt? Linker Flügel, aber auch nicht besonders stark. Die normale MGs, die machen ja gar nichts gegen die. Das müssen wir nachladen, so dann bleiben wir einfach hinter der. Bleiben wir ein bisschen tief. Oh, jetzt hat die kleine Probleme. Jetzt wird die ja aber massakriert. Wir finishen die gleich. Ah, der sieht schon gut aus, ja. Wir haben eine ordentliche Abschusshilfe bekommen. Da oben ist ein Flieger. Gegen den dürfen wir leider nicht kämpfen. Gegen den dürfen wir nicht kämpfen. Das ist wieder so ein Bomber. Aber gegen den von, frontal kämpfen, der zerlegt uns. Die sind von vorne so derbe gepanzert. Aber die Jack. Oh Gott. Da schießt einer auf uns. Aber die Jack, die können wir hier auseinandernehmen. Er versucht sich durch irgendwelche Rollen zu retten. Kritischer Treffer, was haben wir? Höhenruder beschädigt, das ist immer gut, ne? Zack, und Flugzeug zerstört. Na, gegen den möchte ich nicht kämpfen. Gegen den habe ich keine Chance. Aber gegen den habe ich eine Chance. Oh nein, mein Flugzeug qualmt und das ist mein letztes. Matze. Oh je. Ja, da ist einer hinter mir, da ist einer hinter mir. Ich muss ausnutzen, dass ich extrem schnell bin. Mindestens einen muss ich noch mitnehmen. Hier ist ein Hurricane. Mein Rotor ist vorne defekt. Dann wirst du abstürzen, wenn du nicht landest und reparierst. Ich bin tot. Nein! Irgendwann geht der Motor nämlich einfach aus. Ich weiß gar nicht, ob der gerade ausgegangen ist oder ich konnte auf jeden Fall nicht mehr hochziehen. Also wenn der vorne schwarz ist, dann geht er aus und nach einer Weile, also der läuft dann quasi noch. Du kannst aber nicht mehr beschleunigen oder ja, halt kein Gas mehr geben. Bist dann eigentlich nur noch im Gleitflug so. Okay. Wo bist du denn? So sieht das aus nebenbei, wenn man gelandet ist, dann landet man an einem Flugplatz. Dann kommt da so eine Repair-Leiste und wenn die voll ist, kann man weiterfliegen. Da ist Matze halt so mit einem Bomber. Der Grasshopper. Komm, dann schmeiß mal hier ein paar Bomben ab, damit wir sehen, wie das... Hab ich gerade schon. Das haben wir nicht gesehen. Bei Bomben ist das auch so, die laden sich auf, der kann durch die Gegend fliegen. Schmeiß ein paar Bomben ab und dann laden die sich wieder auf und dann kann der wieder ein paar Bomben abschmeißen. Hat aber natürlich auch Geschütze, ist nur halt extrem langsam und nicht wendig.
wie man sieht. Aber extrem starke Geschütze, glaube ich, ne? Mhm. Bomber sind sehr gut bewaffnet. Gibt auch viele Leute, die spielen Bomber einfach auf diesen Heliflug sozusagen. Also, was heißt Heliflug? Auf Flugzeugkampf, dass sie sich Bomber nehmen. Weil der hintere Geschütze, der ist auch extrem stark. Den kann man auch, glaube ich, selber steuern. Jo. Kann man, muss man aber nicht. Nachladen dauert bei dem hier viel zu lange. Jetzt gucken wir mal. Das Spiel dauert noch endlange. Ich will gar nicht die ganze Zeit zugucken. Ja, wir können noch rausgehen, wenn du willst. Also. Du kannst mal weiterspielen. Ich gehe mal zurück zum Hangar und zeig mal ein paar Features. Ja, genau. Die Sache ist, ich könnte mir natürlich mehr Flugzeuge kaufen, aber das kostet alles echt Geld. Ist natürlich ein bisschen blöd gemacht hier. Hashtag pay to win. Ja, aber was ich euch zeigen kann, wir fliegen ja zum Beispiel die ganze Zeit mit der Lack. Wir können jetzt auf Mannschaft ansehen und dann können wir nämlich skillen. Da bekommt man immer EPs. Bei dem ist das ja ein schlechtes Beispiel. Wir gehen mal auf die Jagd. Die haben wir auch sehr oft gespielt. Die hat jetzt 164 unverteilte EP. Und jetzt können wir zum Beispiel die Vitalität, also dass sie mehr HP hat, erhöhen. Wir können machen das scharfe Sicht. Was steht denn da? Da kann man da bestimmen. The skill affects the pilot's visual range in the direction he is looking. Okay. Die Sicht, also die visuelle Sichtweite wird erhöht. Das heißt also, ich kann Gegner von Weitem spotten. Ist ganz gut. Wachsamkeit, was macht das? The skills affects the range at damage enemies are detected. Also damit kann man auch nochmal die Detection Range erhöhen. Und. Wir werden aber alles auf Vitalität skillen, weil ich bin der Meinung, wenn man mehr aushält, kann man mehr Leute töten. Nein, wir möchten natürlich nichts kaufen. Blödes Pay to Win immer. Wieso muss das immer in neuen Spielen da sein? Dann gucken wir uns nochmal die Forschung an, wie es aussieht. Uns fehlt nur einiges. Die MIG könnten wir auch erforschen, aber möchten wir nicht. Wir möchten die LA-5. Alles ist eigentlich gut, aber vielleicht auch die MIGs. Die MIGs sind auch extrem stark. Alles ist stark. Ist immer so eine Sache, was man sich aussuchen muss. Ne, man kann echt bisher nur Luft- oder Panzerschlachten. Man kann auch nicht beides. Ne, dachte ich mir doch. Dann gibt es Arcade-Schlachten, das ist das, was wir machen. Realistische Schlachten, was ist das, Matze? Das ist tatsächlich mit, dass du so ins Trudeln kommst und so, wenn du nicht die richtigen Manöver machst. Du hast auch nur, First Person, also die Ansicht vom Cockpit. Okay. Und ja, das war's halt schon. Also das ist, ach so, ja, und du lädst nicht nach. Nachzuladen musst du tatsächlich landen und deine Munition neu aufstocken. Okay. Das ist ja interessant. Ja, sonst haben wir, glaube ich, soweit alles erzählt. Dann sage ich, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jo Leute, ich hoffe, War Thunder hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Es ist kein dauerhaftes Projekt, flamet nicht rum und ja, kostenlos, saugt es euch. Hier oben habt ihr jetzt noch eine letzte DayZ-Folge und unten die letzte Standalone-Folge. Und ich sag, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.